Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugend, wieder einmal möchten wir Ihr Interesse für unser Museum wecken. Besuchen Sie uns zum Beispiel am 4. Oktober zur Langen Nacht im Museumsschloss. Vorher möchten wir Sie über Aktivitäten in dieser Saison und über Neuerungen im Museum informieren. Karl-Heinz Ziegel ist der Koordinator für Ortsführungen und Nachtwächterausgänge und er berichtet. Immer beliebter bei Touristen, aber auch bei Mauthauser Bürgerinnen und Bürgern werden unsere Ortsführungen und Nachtwächterausgänge durch unser schönes historisches Zentrum. So hatten wir heuer zum Beispiel schon etwa 15 Ausgänge mit ungefähr 200 Besuchern. Und das freut uns natürlich sehr. Also gegen Voranmeldung spazieren wir gerne mit Ihnen durch die romantischen Gassen von Mauthausen, zeigen Ihnen Sehenswürdigkeiten und erzählen ein bisschen über die Geschichte, über die spannende Geschichte unseres alten Donaumarktes. Im Rahmen der Langen Nacht im Museumsschloss am 4. Oktober haben Sie die Gelegenheit, unseren Nachtwächter ab 22 Uhr auf seiner Runde durch das nächtliche Mauthausen zu begleiten. Und für die Kinder dreht der Nachtwächter seine Runde bereits um 18 Uhr. Nützen Sie diese Gelegenheit, um Mauthausen besser kennenzulernen. Wir würden uns sehr freuen. Im Heimatmuseum wurde der erste Raum neu organisiert und präsentiert sich übersichtlicher. Sie sehen unter anderem einen ca. 30.000 Jahre alten Backenzahn eines Mammuts. Es ist der älteste Fund von Mauthausen und Umgebung. Drei sehr dünnwandige, unbeschädigte Gefäße aus der Frühbronzezeit. Daneben jungsteinzeitliche Funde mit Werkzeugabbildungen und aus der Bronzezeit ein Griffzungenschwert aus dem 13. bis 12. Jahrhundert vor Christus. Dies alles sind Funde aus Mauthausen und Umgebung. Neu geordnet und ergänzt sind die Arbeiten von Professor Gerstmeier und Leopold Wandl. Wie schon bekannt, wurden die Nachforschungen von den Herren Panhofer und Stummer unter der Leitung des Historikers Dr. Katzinger neue Erkenntnisse über die Geschichte Mauthausens erforscht und im Buch Markt und Maut im Mittelalter dokumentiert. Diese neuen Fakten und Korrekturen sind übersichtlich zu sehen. Vorbildlich präsentiert sind Kopien aus den Chroniken des landesfürstlichen Marktes von 1190 bis 1558 mit Übersetzung. Im Buch, erhältlich im Museum, ist alles hochinteressant beschrieben. Glücklicherweise bekamen wir für das Apothekenmuseum von der alten Stadtapotheke Steyr wertvolle Gegenstände geschenkt. Wir bedanken uns bei Frau Diplom-Tierärztin Angelika Frech für diese großzügige Spende. Für uns sind diese Gegenstände eine wichtige Ergänzung des Inventars. Herauszuheben sind eine bemalte Spanschachtel und Standgefäße aus dem späten 18. Jahrhundert, neben verschiedenen Materialien aus einer Apotheke vergangener Zeiten. Wir konnten durch die Spende unseren Museumsshop erweitern. Im Shop können Sie Gegenstände kaufen, die sich vorzüglich als Geschenk oder zur Dekoration eignen. Gerne werden von Schulen und auch von Erwachsenengruppen Führungen im Apothekenmuseum mit Workshop angenommen. Hier sehen Sie Schüler einer zweiten Klasse Volksschule aus Langenstein, die interessiert den Ausführungen lauschen, eine Handcreme rühren und diese dann mit nach Hause nehmen. Nun das Programm für die lange Nacht im Museumsschloss am 4. Oktober. Um 18 Uhr ist Beginn mit einer Ortsführung für Kinder mit dem Nachtwächter. Um 19.30 Uhr hält Herr Magister Norbert Eichberger einen Vortrag. Ich war auf Spurensuche im Apothekenmuseum und habe eine ganze Menge interessante, dubiose, makabere, fast unglaubliche Objekte entdeckt und davon möchte ich Ihnen berichten. Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie am 4. Oktober
in das Museum Schloss Bragstein. Um 20.45 Uhr lesen Brigitte und Kurt Derntl heitere Literatur. Dazu spielt Frau Elisabeth Tausche mit einer Blockflötengruppe. Servus Elisabeth. Grüß dich, servus. Wir lesen am 4. Oktober zur Lange Nacht im Museumsschloss lustige Sachen. Und du spielst dazwischen mit einer Musikgruppe. Mhm. Was werden wir da hören? Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal reingespielt im Schloss. Erstens ist das super, weil das ist alt und traditionell natürlich. Und wir sind so eine kleine Gruppierung. Wir spielen einfach Blockflöten in alte Literatur, was natürlich ins Schloss irrsinnig gut reinpasst. Sehr schön. Und wir haben auch ganz Spaß am Spielen und wir freuen uns, dass ihr uns heuer wieder gefragt habt, ob wir nicht mitspielen wollen. Fein. Und wie viele Leute seid ihr? Wir sind wahrscheinlich 3 bis 4 Personen. Wir haben alle Blockflöten ein wenig dabei, wir haben kleine Blockflöten dabei, Sopran, aber auch bis zur Tenor und zu der Altblockflöte. Und wir wollen einfach versuchen, dass wir alle Stilrichtungen ein bisschen vortragen. Ja, das ist wunderbar. Und wie lange besteht schon die Gruppe? Ja, es ist eigentlich reiner Anlassfall. Das hat sich zusammengestellt aus Spaß vor 10 Jahren circa. Und immer wenn irgendwas ist, wenn was anfällt, natürlich gerade Weihnachten ist wunderschön, dann spielen wir einfach gern gemeinsam ein paar Lieder und das macht uns einfach einen großen Spaß. Ich danke dir schön und ich freue mich schon sehr. Bitte schön, ich auch, gell? Danke. Ab 22 Uhr gibt es nochmals eine Nachtwächterführung. Unser Museum ist vom 4. Mai bis 26. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet. Dienstag 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Donnerstag 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Samstag 15 bis 18 Uhr und Sonntag 10 bis 12 Uhr. Wir organisieren auch außerhalb der Öffnungszeiten eine Führung für jede Gruppe ab 10 Personen. Kommen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Geschäftspartnern oder Ihrem Verein.